Schönen guten Hallo. Bis Dragonflight da ist, sind es noch ein paar Monate, aber ich möchte mich jetzt schon mal von Shadowlands verabschieden. Angefangen hat das Addon mit einem Bomben-Trailer, in dem Sylvanas den Helm vom Lich King mit bloßen Händen zerriss und die Zonenbegrenzung kaputt gemacht hat. Ah ja, die Shadowlands waren auch irgendwo da oben. Ich war medium gehypt mit einer Tendenz, mich positiv überraschen zu lassen. Obwohl BFA meine Motivation gnadenlos zertreten und draufgespuckt hat. Shadowlands hat gestartet und jetzt kommt der Plot-Twist. Ich fand's gut. Ich habe in den letzten 2 Jahren so wenig Zeit gehabt, dass ich vom Content-Mangel absolut nichts mitbekommen habe. Als alle anderen schon nichts mehr zu tun hatten, war ich noch fleißig dabei, Anima zu farmen. Nur 5 Stunden pro Woche, aber fleißig. Ich kann gut verstehen, wenn eine Person, die das ganze Spiel nur noch auf M+ reduziert, Shadowlands komplett scheiße fand, aber für mich war es ein gutes Add-on. Besser als BFA und vor allem besser als Draenor. Die Raids haben mir Spaß gemacht und die Paktsankten waren meiner Meinung nach eine gute Idee. Am Anfang war ich Nightfae, aber jetzt bin ich am liebsten Koreaner. Bei keiner anderen Paktfähigkeit knallt der Initialschlag so hart rein wie beim widerhallenden Tadel. Ich aktiviere die Fähigkeit und BÄM! Glockenschlag! Und ich rede dabei nicht vom Schaden, sondern vom Gefühl. Man sieht und man hört das, was passiert. Bam, Glockenschlag! Ein Mob geht mir auf den Sack. Bam, Glockenschlag! Ihr habt die Glocke nicht aktiviert? Bam, Glockenschlag! Euer Onkel hat eine Glock? Ich hab einen Glockenschlag! Bam, Glocken... Okay, ich hör auf. Man muss halt dazu sagen, dass ich einen Scheiß darauf gebe, was gerade Meta ist und wie oder ob alles gebalanced wurde. Ich bin ein Mountfarmer. Mir doch egal, ob ein Druide mich im PvP mit Convoke in Stücke reißt. Mir auch egal, dass ich in Torghast als Outlaw fast unsterblich bin, aber Stunden am Endboss hänge, weil der Schaden fehlt. Genauso egal ist es mir, dass ich als AE-Spec eine Target-Cap behalte, während andere Klassen nach Lust und Laune 30 Ads umknüppeln. Oder dass meine beste Slot-Waffe ein verkackter Dolch ist, für den ich beim Boss extra meine Beutespezialisierung ändern muss, weil Dolche nun mal für Outlaws nicht vorgesehen sind. Mir doch egal, dass Outlaws in Shadowlands kompletter Müll waren, weil anscheinend kein einziger Blizzard-Mitarbeiter kapiert, was wir Outlaws wirklich wollen. Wir wollen keine scheiß Würfel. Wir wollen, dass Mordlust den Gegnern den Kopf abpackt. Aber wie gesagt, ist mir alles egal. Ich bin ein Mountfarmer. Und in Shadowlands gibt es mit Abstand die meisten Mounts, die je in einer Erweiterung erhältlich waren. Ich war definitiv gut beschäftigt. Wenn ihr Shadowlands doof fandet, ist das völlig okay. Ihr müsst euch auch nichts von der Person einreden lassen, die das Wort Paktsankten gegoogelt hat, um sicherzugehen, dass der Plural korrekt ist und nach wenigen Minuten an der Suche verzweifelt ist, weil nur Ergebnisse zu Pakistan vorgeschlagen werden. What the fuck, Alter? Ich habe mir mit jedem Patch Zeit gelassen und hatte nie wirklich das Gefühl, nichts zu tun zu haben. Außer jetzt. Ich bin gerade in einer Phase, in der ich nur 2 Stunden pro Woche spiele, in denen ich den Gluthof und die Ceres Mortis Weekly mache. Im Moment ist mir langweilig, aber ohne meinen YouTube-Kanal würde ich sogar vielleicht das erste Mal seit Anfang Cutter wieder eine Pause von WoW machen. Woran das liegt, kann ich allerdings nicht genau erklären. Ich fand Ceres Mortis eigentlich ganz okay, nur weiß ich gerade nichts mit dem ganzen Flux anzufangen. Geschweige denn irgendwas mit den sandgeschliffenen Relikten. Wozu sind die gut? Die hätte man auch gleich weglassen können. Ketchup-Gear am Arsch, bis man mal genug zusammen hat, um sich damit Gear zu kaufen, hat man alleine durch die Weltquest auf Ceres Mortis besseres Gear bekommen. Damit kauft man sich einmal das Gear fürs Transmog und danach belagert der Scheiß nur noch das Inventar. Was ist denn so schwer daran, die Relikte einfach mal accountgebunden zu machen, damit die zumindest für Twinks irgendeinen Nutzen haben? Ja, vielleicht zocke ich gerade so wenig, weil ich nicht gerecht entlohnt werde, wenn ich tatsächlich mal aktuellen Content spiele. Aber wie gesagt, ist das nur jetzt gerade so. Das Add-on hat mich insgesamt eigentlich gut unterhalten. Bis zu Dragonflight habe ich noch Zeit, meine Checkliste abzuarbeiten, welche unter anderem folgendes beinhaltet. Die 2 letzten Mounts aus Ceres Mortis. Alle Typen vom Gluthof als besten Freund. Und zumindest ein verkacktes Mount aus den 3 Necrolord-Eiern, die ich in der gesamten Laufzeit von Shadowlands nicht einmal gesehen habe. Sobald ich diese Checkliste abgearbeitet habe, bin ich bereit für Dragonflight und ich verabschiede mich jetzt schon mal von Shadowlands. Schönen guten Tschüss und danke Shadowlands. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt wie immer einen Daumen nach oben, lasst ein Abo, da zeigt es eure Geld und wenn nicht, dann nicht. Ciao rein.